Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Diesmal schaffen wir es, ich glaube an uns. Ich habe Miseria, Gravitas. Ein Arc of Deadly Energy Between Gems from the Alchemy War. Das war jetzt der, genau der war das. Shimmering Ascent. Das sieht auch nicht schlecht aus. Wall of Arrows? Ja, das Wall of Arrows sieht mega heftig aus. Ich würde wahrscheinlich eher hier das nehmen oder den Move. Ich nehme das hier auf jeden Fall mit. Was ist das? Gravitas? Ja. Kann ich sie vor mir wegschubsen? Ich glaube, ich nehme den. Deine Entscheidung. Rate of Fire. Ich würde Rate of Fire an deiner Stelle nehmen. Ja, ist eigentlich auch ganz gut. Dann schießt die mehr. So, increases maximum defeat by 5, increases signature spell cooldown by 1. Increases? Der cooldown wird erhöht. Und Gem Hit? 5% chance to create Plasma, increases maximum defeat by 1. Ice Sword oder Plasma? Ich glaube, ich nehme das Plasma. Hättest du auch rerollen können zur Not? Na, ne, passt schon. Das ist, ich weiß unbedingt alles. Im Normalfall ist rechts immer das, was mehr wert ist. Ah, okay. Ich muss ehrlich sagen, ich probiere gleich beim nächsten Mal den Char, den ich noch nicht gespielt habe, aus. Den du letztes Mal hattest, wo wir das Stream ausprobiert haben. Du meinst die Assassine? Genau. So, mal beobachten, wie schnell schießt das Ding. Weil ich finde, der Char ist zwar ganz nett, aber mir hat der Fighter mehr zugesagt. Ja, der Fighter, der kann kontern. Ja! Die Gen-Dame, die finde ich ehrlich gesagt von allen Charakteren irgendwie am schlechtesten. Die Idee ist, finde ich zwar echt cool, aber weiß ich nicht. Wieder Spell-Auswahlmöglichkeiten, 4 Stück. Stones falling from the sky. Warte, ich weiß jetzt schon, was ich nehme. Wenn wir kurz previewen. LOL. Okay. Warte. Weil ich kenne das Geschütz schon. Das kann ich so ausstehen und dann schießt das ein bisschen in die Richtung. Also Aquaball ist kacke. The Border fires the Volley of Arrows forward. Achso, Wall of Arrows hatte ich ja gerade. Ja, Wall of Arrows wäre eigentlich richtig stark. Das wäre ganz gut, wenn du irgendwas hast, das so eine Hit-Chance braucht. Weil das hat ja eine extrem hohe Hit-Möglichkeit. Mhm. Das finde ich einfach nur witzig. Bam! Mal guck, das hat ja so eine hohe Hit-Chance. Da musst du irgendwas draufpacken, was mit Hit-Chancen hat. Vor allem mit 40 oder 50%. Oh, Challenge-Raum. Ich mach schon. Virgo, I have my own plans. Listen, before you reject my strategy. I have a deal for you. Complete my challenge and I will join you in your fight. Does it sound fair? Remember that we are not born equal. I'll show you by winning. Virgusten kenne ich auch noch nicht. Du musst. Okay. You have one very simple objective. Destroy the most targets. Ach, du musst einfach nur Targets zerstören. You can understand the challenge. Du musst so viele wie möglich kaputt machen. Ich glaube, ihr könnt euch gegenseitig abstauben. Meiner! Ach. Momentan seid ihr gleich. Nutz ruhig deine Spells. Nein! Nee, sie hat gewonnen. Ah, shit. If you lose here, you're not any better than us.
Okay. Ich glaube aber, was denn diese Bar da war, man hat trotzdem die Chance, die mitzunehmen. Oh, den Eclipse-Raum, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ein Ultra, das ist ein Ultra-Challenge-Raum, aber wir kriegen so viel Zeug dafür. Ach du Scheiße. Wie gesagt, Ultra-Challenge-Raum, aber man kriegt richtig viel dafür. Aua! Missy. Gravitas! Arrows! Boah, die Arrows sind so geil. Gebe ich zu. Großer Big Boy. Der rechts von dir, der greift nur an, wenn du in die Nähe kommst. Schaffst du das da unten? Ah, nur der Dicke ist halt ein Problem. Oh Gott. Ich helfe dir mal mit dem. Ja, alles gut. Ich hatte den jetzt schon fast fertig. Und man kriegt halt richtig viel dafür. Achtung, das Ding greift immer noch an. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Ich wollte nur kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ja, same. Haben wir noch die nächste Challenge kommt instant. Let's go. Rein da. Mir fehlt nur noch einer von denen. Draco. Ja, der kämpft ungefähr wie Leo. Dieser Feuertornado, wenn er so einen Uppercut täuscht, darfst du nur nicht in der Nähe stehen. Der hat auf uns beide geaimt. Was hat der nur? Der hat auf uns beide geaimt. Ja. Ich würde gerne. Alles gut, alles gut. Mach ihn erstmal fertig. Er hat nicht mehr viel, deswegen. Jetzt kann ich. Ja. Hilf mir! Aber liebend gern. Oh mein Gott, was hab ich denn hier? Erstmal hab ich was für Gravitas. Ja, das kann ich auch bei Gravitas safe nutzen. Was hab ich hier? Ein Spell Cast Creates to Snowflake. Snowflake ist so gesehen eine Kreissäge, die du in die rein spawnst. Die macht auch sehr viel Damage tatsächlich. Die Eisdolde ist jetzt nicht so unbedingt das Ding. Aber und E-Chit? Echo! Alter, wir kriegen auch gerade nur gute Sache, ne? Ist gerade. Ich sammle eine Tante zu Chameleons. Alter, Chameleons hat 3 random Stones. Okay. Das ist. Ja, das ist immer Müll. Oh, das ist richtig geil. Nimm dir das ruhig, nimm dir das. Alle 30 Sekunden kommt diese Katze vorbei und gibt dir irgendeinen zufälligen Boost. Ne? Wenn ein Aura Tower verschackelt, Barbecue creates a new current. Das klingt nicht verkehrt. Ja, klingt besser als das vom Chameleon. Ja, deswegen. Aura. Oh ja, oh hell ja. Okay. Ja? Ja! Warte, was ist das andere? Ich guck mal, ich schau nur kurz rein. Und dann nimmst du wieder. Ne, hör mal. Create Sand Sparks alle 12 Sekunden. Alle 10 Sekunden machst du 12 Sparks, hallo? Ich wollte nur kurz gucken, ob es irgendwie damit comparen kann. Nein, kann's nicht. Warte, ich nutze mein Hiding jetzt auch. Ja, damit. Ich wollte da rein, aber man darf nicht. What? Hab's mir mal genommen. Nimm du mir ruhig alles Restliche.
Ja, das ist halt der Ultra-Ding. Er hat so eine geringe Chance, dass er da ist. Kannst du den Spark auch noch boosten? Nein, ist Maximum. Nee, schade. Das mit dem Whistler lohnt sich absolut nicht, das kann ich dir sagen. Nee, lohnt sich auch nicht. Das habe ich nur mitgenommen, weil ich sonst nichts anderes habe. Das hier nehme ich, weil wenn ich ein Feuerschild aktiv habe, dann lohnt es sich auch, wenn ich Feuerschilder... Ja, dann kriege ich weniger Damage währenddessen. Ja. Das ist, glaube ich, universell, das Puna. Das sind alles universelle Zauber. Nee, ich glaube der hier nicht, oder? Doch, das sind universelle. Okay. Woran siehst du das? Weil ich die kenne. Puna ist aber eigentlich ganz praktisch eventuell. Plasma sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde überlegen, gerade mal zu rerollen. Vielleicht krieg ich einen besseren Spell. Ja, kannst du ruhig machen. Ich mach das mal auf Ballista. Dann packe ich da auch direkt das Plasma mit drauf. Das ist einer für dich. Das ist einer für alle. Hier, der wäre für dich. Hm. Das ist in deiner. Das ist hundertprozentig deiner. Ja. Und der? Gönn dir. Ich wollte noch kurz gucken. Summon Chains dealing damage on the way. Die sind nicht so geil. Es hat leider wieder keiner, der mir Boost of Electricity gibt. Ja, den alten kannst du dann jetzt noch verkaufen. Und dann können wir einen Gambit-Slot noch machen. Manchmal. Mach den ruhig auf Kuna oder so. Nee, nimm du die. Ja. Mach das bei deinen Arrows. Dann hast du da alle Slots. So, hier haben wir eh schon alle Bosse gesehen. Ja. Obwohl, du hast Capricorn noch nicht gesehen. Hatten wir den nicht in unserer Runde am Anfang? Nee, das war der andere. Taurus. Nee, stimmt, das war der Schwertdude. Guck mal, wenn man schon von ihm redet. Capricorn. Ja. Bei ihm ist es wichtig, der setzt seine Bücher irgendwo hin, die können ihm entweder Schild geben, Heilung, die musst du instant kaputt machen. Octave. Why did you leave your home? Why should I tell you? Tatsächlich ist Capricorn irre einfach zu besiegen. Weil wie gesagt, du musst eigentlich nur auf die Bücher gehen, dann ist er machtlos. Da war das Buch. Da darfst du ruhig springen. Ich gehe schon drauf. Ist jetzt schon Half-Life. Oh, fuck. Wie gesagt, Capricorn ist sehr einfach. Oh, jetzt hab ich einen Boost bekommen. Statt... Ja, du hast einen Movement Speed von der Katze bekommen. Hey, let's go. Tschuh. Fast as fuck, boy. Tot. Ich sag ja, Capricorn kann nix. Ich wollte noch meine Fallschirms nach ihm schmeißen. Von allen drei Ersten ist Capricorn der einfachste. Ja. Weil wie gesagt, du musst eigentlich nur auf seine Bücher gehen, dann kann er nichts machen. Und wenn man das nicht weiß, dann nimmt der Einheit hops. Ich nehme das hier mal für die Zukunft mit. Lend me your power. For enemies, full life is full credits on lightning orb. So, und du dir was aus, ich schmeiß mal eben kurz meinen Hund aus dem Zimmer, weil er raus will. Ich nehme Nimbus. Nein, ich komm nicht weg. Nein, ich will frei sein.
Was hast du dir jetzt genommen? Ich war kurz an der Tür. Das da, und zwei Refresh Summons to Nimbus, war das Beste, was ich da hatte. Legitim. Das andere habe ich mir jetzt mitgenommen mit der Heilung in der für den Fall, dass hier jetzt irgendwas mit Heilung kommt. Hier ist Saplings. So, Meteore. Ich nehme das, weil das hat keinen Timer. Alle Kacke. Jetzt habe ich keine Rewards mehr. Ich habe auch fast mit Leben auch gehofft. Amber Spirit Sword. Das klingt ziemlich gut. Ist ein Schwert, das verfolgt den Gegner, sticht einmal zu und ist dann weg. Hat aber 32. Der hat halt nur 8 Sekunden Abklingzeit. Ja, das wäre auf jeden Fall praktisch. Double Auto Mox Effect. Aber ich habe gerade keinen, oder? Nee, habe ich nicht. Das rentiert sich ja für später. Ja, das ist richtig. Ja. Hast recht, für später bringt mir das auf jeden Fall viel. Schlüssel haben wir gerade ein paar, ne? Was sagen deine? Increase Snowflake Damage bringt mich so. Und Fall Attack Create Slimes. Ja, das ist das, was ich hier habe. Aber ich glaube, das ist eine bessere Version von meinem. Nee, Slime for One, ist beides Slime for One. Ja, lohnt sich alles nicht, Savagen. Außer du willst hier was ersetzen. Aber die Spells, die du gerade hast, sind eigentlich besser. Würde ich jetzt so sagen. Huh? Lies to freeze. Was heißt, if enemy is full? Wird dann auf jedem. Wenn das Leben voll ist, das rentiert sich nicht, weil das Leben ja recht schnell wieder down ist. Ja, das ist es halt. Du hast gerade weggemacht und. Ach ja, das ist ja mein Teil hier. Genau, genau. Wenn du ein Auto hast, recycelt Barbecue Crates nur all the time in the same spot. Aber du hast recycelt, nicht ich. Anscheinend geht das für uns beide, I guess? Ja. Das darf man auch nicht verkaufen. Nee. Kommen nämlich dann statt dem Dash hier. Was den das rechte mit dem Eis ist besser als mein Dash. Nee, ich werde Eis IDE über kurz oder lang austauschen mit Feuerdingern. Also das komm. Ist The Forge that bends magic. Wonderful. Warte mal, wie sieht's denn bei mir hier aus? Wir könnten besser einen Zauber für uns beide einmal holen. Ja, nimm auf jeden Fall den Zauber, mir fehlt noch einer. Ja, bei mir auch. Eruptio ist kacke. Nimm Kaedis. Eruptio ist halt, ich werfe zu 4 Kugeln nach vorne. Zweitchance habe ich bereits. Mist of Plumes habe ich nicht. In dem Set hier, glaube ich. Man kann auch zweimal denselben Spell haben, so ist es nicht. Alles ist besser als der Standardzauber. Ja, ich glaube, mir sagen die. Ist halt beides. Warte mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir. Ah, ne, auf dem Fletcher haben wir keinen Element-Boost, dann nehmen wir den hier. So. Und den alten dann natürlich verkaufen, ne? Können wir jetzt hier in die Bar? Ja. Ja. Ich würde gerne einmal Aries versuchen. Ja, ich habe Aries bekommen. Was habe ich nochmal gerade? Makes me think of the good old times when I was free and surrounded by my friends.
Ich glaube, ne, Versuche des Piskens sind auf jeden Fall besser als das, was du gerade hast. Du hast Taurus. Ja. Maybe I do not deserve this break. Das ist bei uns beiden funktioniert hat, ja. Ich könnte meine nutzen, aber das würde sich nicht viel lohnen. Nee, würde sich ja nicht, alles gut. Armor. Ja, ich habe schon einen Armor Boost. Bisschen mehr Max Leben. Kauft ihr auch mal Max Leben? Ich gönne mir jetzt auch einmal Armor. Tech Speed würde ich mir mitnehmen. Ja. Das Ding ist schon auf Maximum. Ach, du hast den Lightning Orb Dash. Mhm. Der ist nicht so das Wahre vom Ei. Das kannst du irgendwas verbessern, was bei dir was bringt? Ja, das hier wäre. Ich würde den Feuerschild erhöhen. Erstens aktiviert er sich häufiger, zweitens mehr Armor, drittens er macht mehr Damage. Und ich habe sowieso schon was anderes, was auch nochmal den Feuerschild macht. Keiner. Auf jeden Fall den Slot, würde ich sagen. Nightbreaker ist, glaube ich, so. Ja, dass er so ein paar nach vorne schießt. Die Kugeln sehen halt nicht schlecht aus, die Ravaging Spheres. Ich nehme mir auf jeden Fall das hier einmal. Weil ich brauche irgendwas auf Kaedis. Die Saplings sind nicht so geil, aber das hier nehme ich auch nochmal für Kaedis. Und da habe ich was, dass das eher nutzt. Nee. Ja, doch, der wäre eine Option. Ja, den finde ich nicht so geil tatsächlich. Ja, der ist jetzt wirklich nicht geil. So, warte. Oh, guck mal, nochmal was. Prismatic Beam, let's go! Das ist hier Dodge through several grains by moving back. Das ist, was, glaube ich, ganz geil für dich. Nee, Eruption ist kacke. Ich zeige dir gleich auch warum. Okay. Guck, das sind nur so drei Kugeln, die man nach vorne wirft. Und die machen nicht mal wirklich besonders viel Schaden. Also, aber das wäre geil. Das war der mit den, genau, die Laser. Musst dir aber überlegen, was du dafür wegnimmst, ne? Arrows safe nicht. Plumes wahrscheinlich. Weil die Fightshots finde ich zu geil, um sie wegzupacken. Ja, ich pack Plumes weg. So, einen Moment. Schon mal Vorsorge für Boss. Man könnte ja neuer sein. Reroll lohnt sich nicht, weil wir es und was auch immer rauskommt, nicht leisten könnten. Ja. Welcher fehlt dir denn hier noch? Ganz rechts. Ah. Ja, der. Scorpio nehme ich an. Nee, Sagittarius. Das war der Schütze. Ich habe keine Ahnung, was die macht. Hier kommst du zu New Lab. Wir sind ein Lämmchen. Hey, hey! I'm talking here. Oh, diese Doppelstimme ist so cool. See if you're as mighty as you are loud. Edgelord. Ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich glaube, in der Kreissäge wird man nicht drinstehen. Arrows! Oh, warte, die treffen nicht mehr. Warum stehst du auf einmal hinter mir? Weil sie sich importiert hat? Aua, aua! Aua, 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 lass das. Okay. Au. Okay, das ist gemein. Musstest du genau in dem Moment, wo ich meinen Zauber in dir drin wirke, dir den Scheiß abgeben? Au!
Wow. Ja, Sichi. Wo bin ich? Aua, 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 aua. Die mag ich nicht. Ich hab die gerade gesehen und bin so, ach so scheiße, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich bin fast tot und ich habe keine Möglichkeit, mich zu healen. Fuck, bin tot. Oh, die ist nervig. Ich habe einfach die erstbeste Möglichkeit genutzt, ne? Schild! Ja, aber der Schild ist meistens nur so bis zu 4 Sekunden, ist glaube ich das Maximum, was existiert. Komm. Scheiße, bin wieder tot. Oh no. Ich habe verstanden, wie diese Phase funktioniert. Du musst gucken, wo die Bälle sind und musst dich dann dazwischen stellen. Ja, ja. Ach komm! Autsch. Infinite Mana, toll, das bringt mir gerade sehr viel. Toll, hat mir gar nichts gebracht, das Infinite Mana. Es ist fast tot! Sunny, lass mich doch nicht allein! Ich habe halt keine Möglichkeit, mich zu healen. Du konntest nicht healen, ich konnte mich nicht healen. Es ist tot! Secretarius, defeat Secretarius! Sehr schön. Ich darf dich nicht zu Ende beleben. Octave, an invoker. That's the last time you will win against me. The last. Das Geile ist, die haben auch immer neue Aktionen, wenn man bei denen nochmal neu ankommt. Oh, das ist cool. Also mit Capricorn hatte ich zum Beispiel schon 30 verschiedene Interaktionen. Ne? Ja, das nehme ich mir. Ja, das dachte ich mir. Warte, ich lese mir den Rest durch. Ich habe nur Feuerschild gelesen. Und Feuerschild Zeiss. Und der Schaden ist nochmal um 100% erhöht. Wenn man nicht auch noch bedenkt, dass ich auch noch hier nochmal 50% drauf bekomme, ne? Ja. Und auch noch hier die Armor. Ja, außerdem auch noch größer. Ja, sicher. Guardian Shield oder Weakening Strike? Warte, das hier ist auf jeden Fall besser als ein Dash, weil bei jedem Gegner, der jetzt spawnt, der wird dann hier 20% mehr Damage fressen. Für eine Zeit lang. Und außerdem, wenn du die triffst, die das haben, hast du noch eine 10% Chance, so einen Thunderstrike zu machen. Das ist ja auf jeden Fall besser als dein Dash. Zu 100%. Das ist natürlich auch heftig. Preview. Das wäre eigentlich mal... Increases Attack Speed. Ja, der Schild gilt aber nur für 2 Sekunden, ne? Das ist es halt. Das ist es halt, was mich das nicht daran hindert, den zu nehmen. Wahrscheinlich. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall heftig, was du da created hast. 8. Wenn irgendein Enemy Vulnerability hat, create ich 8 Sparks. Ich hab, glaube ich, sogar was. Was hier, guck mal. Mein KE, das macht sogar... Okay. Ich denke, dafür guck, dass ich so schnell wie möglich verbessere. Den Dash, der Dash ist so kacke. Guck mal. Alter, wie riesig. Hallo, wie Kevin. Riesig, wie das Feuerschild ist. Hi, Kevin. Bei uns geht's gut. 10% Ignition. Scheiding so, Feuerschild? Meins. Das ist, ja, ich hab ja schon eine Sache gehabt, die, wenn ich ein Feuerschild aktiv habe, das einfach boostet und dann habe ich nochmal was bekommen, dass das nochmal um 3% boostet. Feuerschild ist eigentlich auch das Heftigste, was du haben kannst. Das ist, du bist ja übrigens drin, ne? Achso, lol. Stimmt, ja. Das in der Mitte, das hat eine 20% Chance, bei jedem normalen Hit, den du machst, deren Angriff zu senken. Das hat nur 5%. Aber das kann sich zehnmal stacken. Ne? Ja. Alter. Du kannst den Angriff, du könntest den Boss beispielsweise 50% seines Angriffs nehmen. Okay, ich nehme das, let's go. Crackling Spark hat und Gen Recoil creates one Spark. Ja, du müsstest irgendwas nehmen, du musst auf jeden Fall so ein Mox-Ding nehmen. Aber eventuell wirst du rerollen. Du hast ja noch 3. Reroll war R1, okay. Diamond Mox. I mean! Vergiss nicht, dass die Prozentchancen verdoppelt sind durch dein mittleres Ding, ne? Ja, 50% Chance, einen Gem und einen Diamond Mox zu transformen. Der Diamond Mox zusammen mit einem Yali. Der ihm wieder einen random Effekt gibt. Beziehungsweise auf den Gegnern einen random Effekt draufballert. Ja. Den nehme ich, komm. So, was hab ich?
Ich kann eh nicht mehr rerollen. Ich hatte dreimal Scheiße, ab Reward und bekam weiter Scheiße. Ja, da fällt mir Entscheidung leicht. Self-Destruct 6 Schleims, eine Rakete mehr. Klingt per se nicht verkehrt. Ich hab zweimal eh hier. Den Ammo-Chain. Nee. Ja, hohe Feuerrate und eine Rakete mehr ist jetzt nicht sonderlich. Das wäre jetzt nix. Die Eisbombs, die können mal nicht gut sein. Die Slimes, die sind jetzt nicht so geil. Ich nehme die Eisbombs. Dann macht das Teil auch noch was, wenn es explodiert. Es geht hier vor allem um Destruction, nicht um Self-Destruction. Das Ding kann sich nur selbst zerstören, die Gegner können es nicht kaputt machen. Achso. Schade, das wäre sonst eigentlich ganz cool. Es ist der Dash, der das auslöst, ne? Ja. Was? Den Feuerschild? Oder was meinst Guck du? Guck mal. Boing, boing, boing. Wenn du eine Standattacke boing, machst, macht er einen boing, Blitz, der boing, in alle Richtungen geht. Boing, boing. Guck mal, da ist ein Jellystone. Kannst deinen Laser ruhig boosten, wenn du willst. Oder du boostest deine Arrows voll. Ich mach jetzt mal eben das Ding noch. Oh, eine Memory. Bei dem Tentakelvieh musst du aufpassen, dass du nie in der Nähe stehst. Der sticht um sich herum und macht massig Damage. Stamp auf die Qualle! Jawollo. Hast sie alle weggeblitzt. Okay, weiter. Ja. Die kann man halt so hart ausnutzen, die Qualle. Vielen Dank. Toxic Gas ist kacke. Oh, das brauche ich. Das brauche ich. Ich habe hier. What? Wenn ich Leben regeneriere, dann. Hast du denn einen Multi-Hit? Ja, Kaedis. Okay. Pruna auch. Pruna hat auch richtig viele Hits. So um die 5, 6. Nämlich hier das richtig weg. Geil auf den Dingens. Und Spellcast creates 4 Missiles on each hit. 20% Chance, ein Toxic Gas zu create. Nee, nimm die Missiles. Nimm die Missiles. Die Missiles sind wesentlich mehr wert als das Toxic Gas. Das ist ein Toxic Gas, macht einmal kurz, einmal so Pam und ist dann weg. Which portal? Auchen sind wir eigentlich gerade gut bestückt, ne? Also ich glaube nicht, dass das besser wird. Okay, dein Wisp könnte man noch verbessern. Ja, der Wisp und der Nimbus, das sind die zwei Sachen, wo ich nicht wirklich Bock drauf habe. Wenn ich die austauschen kann, tausche ich sie aus. Danke für die 100 Bits, Kevin. Danke dafür. Thunderous Dash! Ich bin so neidisch auf deine Katze! Was ist? Also ja, ich hab ja gesagt, nehmen sie, aber ich bin trotzdem neidisch. Auch bei so vielen Gegnern, ne? Ist das so geil. Ja! Da ist Gravitas so geil bei so vielen. Ich bedeck einfach den halben Gang, ne? Ja. Komm zurück zu der Kristalle. Let's go! Warte, hier oben ist definitiv eine Kiste. Wenn das so hängt, oder eine Heilung, geht auch. Achtung, da ist wieder Quali. Quali ist immer fies. No. Aua. So. Was haben wir denn hier? Ein extra Jumps und ein Doppelsprung macht ein Slime. So, ich müsste jetzt weg tatsächlich. Ich werde noch mal kurz schauen, was ich hier habe. I guess. Für den restlichen Abend. Man kann nicht zwischenspeichern, ne? Na, ja gut. Weil ich muss jetzt leider weg. Kann ich irgendwie raus? Doch, Safe Progress.
Ne, geht hier nicht. Ah, okay. Warte mal, ich glaube doch, dass du das kannst. Wir müssen an den Ende des Raumes dafür. So, warte. Yeah, und at the start of each room. Das heißt, theoretisch, wenn der Raum, wenn wir jetzt in den nächsten Raum gehen und da das Ding ins Zeichen kommt. Ja, dann können wir ja zwischenspeichern. Ja. So, dann sollte es ja jetzt gehen, ne? Ja, Safe Progress in Crit, dann machen wir hier einfach beim nächsten Mal direkt weiter. Ja. Jo, hallihallo, ne? Warum hast du meinen Charakter? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Hier ist was falsch rum. Ein Damage Meter? Ach, geh ich gleich drauf ein. Ja, hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Astral Ascent, wo Sunny mir erstmal meinen Charakter geklaut hat. Hallo. Ich glaube, wir müssen noch mal ins Hauptmenü zurück. Ja, aber auch. Bitte drück mal nix zuerst. So, jetzt habe ich meinen Charakter. Ja. Och, uns geht's gut. Danke der Nachfrage, G-Fox. Ja. Wir können genau da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehalten haben. Das ist sehr schön. Wir haben natürlich noch komplette Peilung vom Spiel. Nach ungefähr ein, zwei Monaten. Ich muss mal kurz meine Steuerung nochmal gucken. Ich weiß nur, dass hinter rechte Heilung ist. Wie war nochmal die. Ah, so war das. Okay. Du rufst Katzen. Warte mal kurz. Katje. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass dem letzten Mal, wo wir gespielt haben, ein paar Updates waren. Das Damage Meter ist zum Beispiel neu. Ich weiß aber nicht genau, was das macht. Ich guck mal eben kurz hier bei Controls, dass ich das. Was ist denn das Damage Meter? So. Das weiß ich ja selber nicht. Ich glaube, dann können wir sehen, wer wie viel Schaden gefressen hat, wenn wir einmal jetzt gleich auf die Fresse kriegen. Meine Drohne ist auf jeden Fall schon am Ausrasten. So, für die Astral Ascent nicht kennen, ein Roguelike, wo wir uns durch einen astralen Dungeon prügeln. Meine Feuer-Aura hat sich erstmal aktiviert. Oh, guck mal, man sieht ein bisschen besser jetzt, wo die hinschießen. Hallo, geh damit doch nicht zu mir! Ich bin zu viel gedodged. Da bringt er erstmal den Damage zu mir hin. So in der dritten Ebene hatten wir letztes Mal aufgehört, ne? Bei YouTube ist das ja so, dass ich da den Cut einfach mache, ne? Dass wir einen Run in einem Durchlauf haben. Bei der Sun konnten wir uns boosten und hier konnten wir uns ein Gambit holen. Ich glaube, Gambit sind wir aber momentan gut bestückt. Was war das nochmal? Genau, die war das. Ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen in Richtung Gambits. Ja, ist beides eigentlich Gambits. Da können wir uns halt generell irgendwas. Ich glaube, hier ist das sogar ein bisschen freier. Und dann lass hier lang gehen. Das Sun war eigentlich das Beste, was man kriegen konnte. Weil man da sich wirklich aussuchen konnte, was man mitnimmt. Also du kannst jetzt hier elektrisch, Eis. Oh Gott, dann schreibst du. Ich denn überhaupt? Ich höre so lange rein, ob du laut genug bist. Feuer, Eis. Ich glaube, da nehme ich noch so ein Eisding mit. So, jetzt ganz kurz. Need shit 50% chance to create one ice idol. Need shit applies one freeze. Create three snowflakes. Ich mische mich nicht ein, du gönn dir. Create four ice fragments. Ich warte da drüben. Das klingt ja auch nicht schlecht. Warte mal, auf welchem Move ist das? Prismatic Beam. Der Nachteil von der Sonne war, dass nur einer von uns ein Gambit. Bei dem anderen hätten wir beide eins bekommen. Aber hier halt freie Auswahl. Nee, achso, ich darf mir auch eins nehmen, okay. Ich kann das halt nur vom Single. Ich kann auch gerne zwei nehmen. ich gönne mir auch eins, ich guck grad nur auf was. Ja, hier offenbar. Gravitas musst du, glaube ich, hier rüber. Poison Powder. Außer du willst natürlich das Ding. Nee, der Poison-Kram, der ist leider nicht so geil.
Ich glaube, du kannst aber jedes Ding aber auch deine Affinity ändern auf dem jeweiligen Spell. Hat zumindest gerade bei mir theoretisch auch funktioniert, das wusste ich vorher nicht. Weil dann hätte ich irgendwas von den Feuerdingern weggeändert. Weil ich brauche keine drei Moves, die Feuer-Affinity haben. Wie gesagt, ich finde, die sind jetzt nicht so geil. Das Einzige, was davon irgendwo praktisch ist, ist der Meteor. Irgendwas anderes, die scheinen sich, ja, Change Spells. Bei Toxic Gas kann ich dir sagen, ist auf jeden Fall Müll. Slime kann praktisch sein. Die changen die Affinity des Spells. So. Wer ist ja nicht unbedingt den nehmen müssen, dass sie auch einen anderen nehmen können. Oh, Aura! Aber wir haben schon gute. Oh, Sunny! Hölle! Warte, ich muss im Chat eben kurz was erlauben. Twitch hat was gegen Fatshaming. Sunny, Hölle! Was, Hölle? Ja, Hölle! Oh nein, oh nein. Drück am besten gleich direkt. Drück den rechten rein! Warum willst du mich? Was für dich, der will mich. Pass eindeutig. Siehst du? Ja, das ist so ein gefühlt Bullet Hell, falls wer fragen will. Man will nie in diesen roten Bereichen stehen. Ja, genau deswegen. Er ist fast tot, Sunny. Er ist fast tot. Er will mich. Du guck mal, dass ich nicht auch noch drauf gehe. Oh, nee, er wollte mich endlich. Er wollte mich, dann bin ich zu dir gelaufen. Gleich. Das war überhaupt kein Mitchell, falls du fragen. So, ich gönn mir erstmal eben kurz einen Slot auf Gravitas. Nee, Gravitas ist voll. Pruna würde ich sowieso werfen. KI, das mache ich mir mal eben kurz einen Slot. Kannst ja auch noch einen gratis Slot freikaufen. Auf Prismatic Beam? Ja, wenn man, du siehst es ja zum Beispiel gerade mal meine Leiste hier oben links, für der, das hast ja gefragt mit dem Reindrücken. Da können wir so einen Ultra-Charakter eben kurz beschwören, den wir unterwegs mal gefunden hatten. Das Spiel kann man zum Glück jederzeit zwischenspeichern. Und der macht dann einen richtig heftigen Schlag auf den Boss. Das macht sehr viel Schaden, das müssen wir bei uns auch immer für die Bosse aufheben. Es lohnt sich nicht, das bei den normalen Gegnern zu benutzen. Also die werden instant tot, aber ja, man hat ja gesehen, bei so einem Boss will man es auf jeden Fall haben. Genau genommen, die Bosse, die wir hier bekämpfen, die können uns dann einmal helfen. Und diese Leiste braucht ewig lang, bis die sich füllt. Ich meine, ich kann auch was von dir nehmen, falls dir das hier mehr zusagt. Was haben wir denn hier rumliegen? Apply Ignition. Also Ignition sagt mir schon eher zu, ja. Ignition ist halt, sie im Brand stecken. Ja. Sobald er das Teil reingetan hat, dann zeige ich nochmal eben kurz den Atlas, damit man weiß, was ist. Hier, Glossary, da kann man jetzt hier die ganzen Effekte sehen, zum Beispiel die Elite-Effekte da hinten, Dark Missiles, Sharpshooter, da kann man halt die ganze Liste hier sich auch jederzeit angucken, zum Beispiel hier, wo ist das Ignition gerade, was er hatte, da macht das über Zeit, dass es die Gegner in Brand steckt und das kann halt dann auch über Zeit Schaden machen. Die Liste davon ist jedenfalls sehr, sehr lang, also auf jedes davon einzugehen würde jetzt, glaube ich, eine Stunde kosten. Du kannst auch beide haben, wenn du willst. Mir sagt das jetzt auch nicht unbedingt zu. Ich könnte allerhöchstens das Poison nehmen und auf Gravitas packen. Dann macht das so. Aber ich werde das definitiv irgendwann wegschmeißen. Gravitas meinst du? Nee, nicht Gravitas, das, was ich gerade bekommen habe. Ach so. Exploration Room. Jo. Oh, die Entscheidung wird direkt abgenommen. Guck mal, wir dürfen uns wieder was Geiles mitnehmen. Erst gucken, jeder von uns darf eins mitnehmen.
Den sollten wir eventuell mitnehmen. Den Zubapi? Ja, guck mal. Na, 40 Sekunden Cooldown, nach jedem 40. Gegner droppen 3 Heilshards. Der ist halt echt nicht schlecht, der ist halt echt gut. Ja, das ist unser Spell, Ordensnesses. Die Heilshards sind übrigens dieser grüne Kristall, den ihr bei mir unten links seht. Man kann 5 zusammensammeln und dann kann man einmal halbes Leben heilen. Wer zur Bappi nimmt, ist egal. Ich nehm zur Bappi. Nach jedem 40. Gegner können wir jetzt halt leben. Ich weiß nur nicht, ob der meine Kills mitzählt. So, jetzt darf ich mir noch einen gönnen. Das Toxic Gas, das sehe ich nicht so. Das hier, darin sehe ich auf jeden Fall. Wenn ich die Drohne einsetze, erscheint der, also Signature Spell immer noch L2. Der schneidet dann 3-mal durch die Gegner durch und kann dabei auch noch deren Verteidigung senken. Der macht dann 2 Stacks Verteidigung senken, 10% machen wieder mehr Schaden eine kurze Zeit. Also ich nehme ihn hier. Wie viele Keys haben wir gerade? 6. Wollen wir die Keys gehen? Oder ich wäre eher für Keys. Okay, dann ab rein da. Dann nehme ich eher hier den Sparkling Sprint. Ja, die beiden, die kann ich ja nicht mehr aufwerten. Ich könnte allerhöchstens die beiden aufwerten, aber wir sehen, das wäre jetzt nicht so praktisch. Also hier ein Ember. Und hier hätte ich halt die Chance, dass ein Eisschwert noch nebenbei erscheint. Das könnte ein bisschen Damage machen. Ich hätte eine Missile mehr. Der Missile Damage generell wäre höher. Naja, lass mich mal. Ich mach mal die Missile beim Leben regenerieren besser. Ich glaube, das ist das, was sich gerade irgendwie am meisten lohnt. Irgendwas Schönes da gerade in ihrem Repertoire für dich? Der Eisschau, der war kacke. Daran erinnere ich mich. Genau, wenn du gedrückt hältst, dann kannst du angucken. Passt ja so, ne? Yeah. Okay, der hat geile Dinger drauf. Gut, ich weiß nicht, ob man wirklich 3 von den 50% Chancen für einen Fireship braucht. Da ist aber richtig viel drauf. Also wenn du den nicht nimmst, nehme ich ihn safe. Das ist generell dein Zauber, den kann ich gar nicht nutzen. Ah, kannst du gar nicht. Ja gut, dann. Ja, damit. Pick up. Ich würde das, glaube ich, tatsächlich gegen diese Feuerbälle tauschen. Genau, die werde ich auf jeden Fall austauschen. Ja, genau. Ich werde auf jeden Fall einen von den Feuersheets austauschen. Vergiss nicht, den Feuerspell, den können wir jetzt verkaufen. Ja, ich weiß. Kannst du dir da noch was gönnen? Er schießt dich ab. Background-Info für meinen Charakter: Das sind keine wirklichen Pistolen. Der schießt damit Mana. Und der manifestiert es einfach nur als Pistole, weil er das am schönsten fand. Beziehungsweise weil, wegen dem Style-Faktor. Aber das ist reines Mana, was man da sieht. Das Ding ist hier halt, hier werde ich mir meine Feuerstelle auf jeden Fall im Ausland, eine Chance von 150% brauche ich nicht. Wo stackt das? Stackt das? Das stackt. Das heißt, es geht auf 12 Sekunden hoch, quasi. Also die Prozentchance, die stackt. Ich weiß nicht, ob es mit den Sekunden ist. Wenn es 12 Sekunden wäre, wäre es OP. Ja, dann behalte ich das. Warte mal, das probieren wir gerade mal aus. Obwohl, lass mich das nehmen. Ich habe generell hier mit Feuerschäden so viel. Das ist besser als das hier. Die Katzenarmee. So, einen Moment. Ich packe uns mal eben kurz aus dem Bild, falls da jetzt ein Boss kommt, den wir noch nicht hatten. Ich denke dran, uns wieder zurückzupacken. Zodiac. Which one?
Einer, der uns in den Arsch tritt. Ich kenne ihn, glaube ich, noch nicht. Nee, der sagt mir auch nichts gerade. Doch, der sagt mir was. Das war jemand, der gut in Ärsche treten kann. Go, Baby Thief. I refuse to talk to you. Wen nennst du ihn Baby? Come on, old man. Everybody loves me here but you. Das ist der, den ich dabei habe. Die nutze ich gleich direkt. It's pronounced friend, and it's really nice, Lord. I'm here to help. Attacke! Das war guter Damage. Aua. Lass dich nicht davon treffen. Versuch's. Ich dachte, es ist immer leichter als getan. Ja, ich weiß. Wenn der so eine blaue Bubble um sich drum hat, ist der Gegner unantastbar. Warum sprinte ich in die Attacke rein? Hey, das hat nicht in dem ganzen Wirbelradius eine, eine Hitbox. Ich glaube, der hat auf mich geaimt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einmal heilen. Ich glaube, du willst auch die. Obwohl, du hast keine mehr. Ja. Keine, fuck. Wir können uns ja gegenseitig wiederbeleben. Oh, er will dich! Ja. Du machst das! Du machst das! Warum verlässt du mich? Ich will dich beleben. Ich beleb dich, ich beleb dich, ich beleb dich. Aua. Worth it. Ich hab dich belebt! Ich bin gleich wieder tot. Er will mich! Ich hab mir diesmal gemerkt, dass der Vogel oben dreht. Ich wusste das nicht, dass er nochmal von oben kommt. Lass mich beleben! Oh Gott, Digga, verdammt leck. Du lebst wieder! Ja, ich hatte einen dicken, fetten Lag. Danke, der Parsec, dafür. Oder einfach danke, mein Laptop. Wahrscheinlich würde von einem PC besser laufen, aber ich habe noch keinen Monitor. Lauf! Da kommen Vögel! Aua. Und die mögen mich nicht. Ach nö. Das wird, glaube ich, nicht schön. Brauchst du Timing? Du machst das! Ich glaube an dich, du machst das! Du packst das! Nein! Oh. Jetzt hast du die Zeit! Schnell, 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 schnell! Ach, verdammt! Ich hab's versucht! Aber wir sind gut weit gekommen. Man muss mitrechnen, dass wir den Run vom letzten Mal mitgenommen hatten. Ja, klar, aber... Diese Astralen in diesen Void-Räumen, die sind immer die heftigsten. Wir haben auch gut was freigeschaltet. Wir hatten 2 Memory-Fragments, 10.000 Achievements, eine Color. Haben auch mal eine neue Aura gefunden. Ey, das lief doch super. Wir sind gar nicht gestorben am Ende. Nein, natürlich nicht. What happened? I beat her. She's rude and violent. Rather pretty and smart, I guess. I think she's following orders from someone whose plan doesn't deserve to succeed. Listen to your own words from time to time. It'll do you good. So, erstmal die Achievements abholen, ne? Oh, what have you got? So, damit können wir nämlich hier Sachen kaufen. Sunny ist, glaube ich, gerade AFK. We heard you outsmarted Capricorn.
Capricorn war der Schlaue von denen. So, wir haben zweimal hier Informationen. Einmal Orden. Ja, ich lese dir eine Info vor, du die andere. The war. Okay. However, when one of Ikki's proteges close to join the rebel army, and his trainer followed suit, Orden could not allow herself to leave her ex-husband brave danger alone. She still had feelings for him and did not want to have any regrets. She joined the unit led by the seer and officially became her co-worker. Be that as it may, they were betrayed by Ikki's apprentice and lost the war. Orden never forgave the seer, the shoulder and the knuckle who chose to join the enemy side. Bei den Zodiacs ganz hinten. Aquarius. Once upon a time, there was a group of ancient scientists who sought to create the ultimate weapon. Among the prototypes, the Golem was born second, after the clones, but before the Automaton. In the eyes of its creators, it was an obvious success, a perfect weapon, close to immortal and unbeatable. The only catch was that to function properly, the child on the Golem's shoulder was needed. An actual... Ja, nach actual warst du gerade weg. And sold by his parents to become a guinea pig. What? Wo nochmal? Du hast genau da weitergelesen, wo du weg warst. Keine Sorge. Ah, okay. So, was für eine Farbe kriegen wir? Wir haben grüne Haare freigeschaltet. Juhu. Hast du was Neues für uns im Petto? Small as 12 Dragon. Okay. Das klingt nicht verkehrt. Einmal gekauft auf jeden Fall. Warte mal, da drunter, was war das? Haben wir, glaube ich, auch nicht. Doch, haben wir. Pocket Money. Die hat doch noch was zu sagen. I see you've started to pacify the Red Barons. Impressive numbers, but the place is still a mess. Good luck with it. Also bei ihr können wir uns hier Sachen, mit denen wir uns von Anfang an ein bisschen boosten können. Bei ihm schalten wir Fähigkeiten frei. Ja, Fähigkeiten kauft man immer. Hier könnten wir uns so ein Daily-Ding holen. So, was haben wir denn hier? Sacrificing 3 times your life to pay your currencies a Parvo's Feder +5. Also wenn wir dreimal bei Parvo unser Leben opfern, kriegen wir 5 noch zusätzlich geschenkt. Wenn das gegnerische Leben voll ist, kriegen sie dreimal Wunden, also dreimal mehr Damage. Und wir, oder einmal einen Gratis-Ring bei der Andromeda Bar. Also den Gratis-Ring, wo die Andromeda besuchen, finde ich schon nett. Das gilt auf das gilt wahrscheinlich bei jedem Gegner, nicht nur bei den Bossen. Was nehmen wir, Sunny? Also entweder das mittlere oder das rechte, würde ich sagen. Links ist raus. Ja, das. Entweder Mitte oder rechts, links ist raus. Ich würde jetzt sagen, links ist raus, entweder Mitte oder rechts. Ich wäre eher dafür, weil dann jeder Gegner schwächer ist. Ein Gratis-Ring ist halt nichts. Die kosten halt nur 8 Sterne. Aber das hier würde sich halt auf jeden Gegner auswirken. Ja, dann lass die mitzunehmen. Also man kann da einmal so die mäßigen Perk mitnehmen. Der dann alle Gegner ein bisschen beeinflusst oder irgendwas anderes in der Art. So, was hast du noch anzubieten? Okay. Wir haben Exalted Fall freigeschaltet. Wenn wir diese Stampfattacke machen, dann können wir so eine Flammenexplosion auslösen. Und das hier. Spellcast macht auch einen Spark. Haben wir noch was? No. Nö. Ist es nicht, wir können uns jetzt irgendwie was mitnehmen? Ach, das gilt wahrscheinlich für den Anfang vom Level. Ganz links will noch einer was von uns. Ach, sie will nur mit der Farbe. Ja komm, ich gönn mir die grünen Haare. Man muss das unterscheiden können. Er will noch so reden.
Ja, haben wir. Virgo. Wir können uns hier auf jeden Fall noch was gönnen, wo wir losziehen. Aber auch nur das Pocket Money. Dann hätten wir ein bisschen mehr Quarz vom Anfang an. Wir könnten auch sparen. Ich glaube, sparen ist besser. Dann sparen wir. Ja, in der ersten Ebene haben wir auf jeden Fall ja jeden Gegner besiegt. In der ersten Ebene Virgo war mal nicht der Schlimmste. Found themselves organizing the rebel army together. They won many a fight as one. Alas, they had to submit after losing the war. A proper tragedy. Was meinst du, schaffen wir es diesmal zum Endboss? Octave, come back to us. Ich glaube an uns. Okay. Da guck mal, da ist der Drache. Wir können uns eine gratis auch gönnen. Eher das Rechte, würde ich sagen. Die Frage ist, dürfen wir beide uns eins nehmen? Ja, wir dürfen uns... Ich glaube, wir dürften sogar beide nehmen, aber das hier bringt nichts, deswegen verkaufe ich's. Weil momentan haben wir ja nichts mit Burn. Oh, Miseria direkt am Anfang. Celeritas! Kurz, warum ich mich freue. Oh, Wall of Arrows. Deswegen freue ich mich. Ich nehme aber Celeritas mit. The Ancients. Du lässt Steine regnen, die explodieren. Ich gönne mir eben von Celeritas, dann kannst du weiter gucken. Oh, weiß ich nicht. Alles hat so. Alles Wall of Arrows ist auf jeden Fall krass. Weil es so viele Hits macht. Mhm. Du kannst ja, jetzt bei jedem Spell einfach so ein Plasma spawnen, ne? Die sind richtig gut. Wir müssen auf jeden Fall dieses Drachenei upgraden. Dass wir hier wesentlich bessere Auras direkt von Anfang an mitnehmen können. Die können so viel ändern, diese Auchen. Das finde ich nicht so geil. Aber nee, die Steine sehe ich auch nicht so wirklich. Das ist auf jeden Fall gut, um viele Gegner zu treffen. Ja. Vor allen Dingen, ich glaube, das sah auch ein bisschen perforierend aus. Das ist auf jeden Fall perforierend. Ja. Ja, an den beiden Rechten konnte man das sehen. Das perforiert ein bisschen. Ja. Da triffst du halt in jeder Richtung auf jeden Fall. Also ja, mindestens einen Hit hast du auf jeden Fall. Schwierig gerade. Deine Entscheidung, ich kann die Spells eh nicht aufheben. Ich glaube, ich gehe erstmal mit Wolf. Guck, mein Charakter guckt schon genervt. Weil er so lange warten muss. Ja, die Gleaming Feathers kann man dann verkaufen. Quarz collected. So, jetzt können wir uns hier noch generell einen Bonus gönnen. Vergiss nicht, dass du Rewards hast. Falls die kacke sind. Ich brauche gar nicht entscheiden. Guck mal. Wenn meine Rockets treffen, heile ich mich. Da brauche ich gar nicht groß überlegen. Eine Heilung ist immer gut. Das sind deine Basic Attacks übrigens, ne? Gerade. Ich weiß. Mit jedem Gem, den du wirst, hast du die Chance, ein Plasma zu machen. Und zwar eine 25%ige Chance. Ja, ich glaube dann nämlich das. Vergiss nicht, zur Not kannst du rewallen. Ja, ey, guck mal, das Spiel ist nett. Ja, geil, ne? Also, wenn das Spiel uns direkt von Anfang an eine Aura hinwirft, um die wir nicht mal kämpfen müssen, dann sagt man doch nicht nein. Also, ich wollte es gerade mit R1 öffnen. Nee, die großen Kisten musst du so öffnen. Wir haben ein paar Startschlüssel.
Die Federn können wir uns nicht gönnen, aber wir könnten uns den Steinhatter gönnen. Haben direkt von Anfang an einen Bonus. Let's go, Freunde. Increase Strength, Max Life oder Crit Chance? Ich glaube, ich gehe mit Max Life. Ist okay. Achso, kann da einer von uns. Nee, da steht bei, wie viele man mitnehmen darf. Ja. Max Mana um 2 Mühe. Was ist das hier? Wahrscheinlich später stark. Wenn wir Frostbite mitnehmen würden, irgendwie. Dann wäre das hier wahrscheinlich richtig gut. Nearby enemy for each mana spent. Nein, ich suche 10% Chance of Critical Hit. Das ist auf jeden Fall schon maximales Level dieses Bubbling Projectiles. Da kannst du ja L1 drücken. Ich glaube, 4 Mana maximal macht das höher. Nehmen 2 Mana. Und Spell Hit Restores 1 Mana. Und wenn es. Das macht deinen Attack Speed höher. Boah, ich. Aber du musst das halt zweimal upgraden dafür. Ja gut, das wird mir wert, noch. Ja, ich nehme das hier mal für später mit. Dann gucke ich mal, dass ich irgendwie so einen Frostbite irgendwie irgendwo reinpacke. Ja, wir kennen ja die Regel, ne? Immer das nehmen, was die meisten Sterne hat. Das ändert übrigens nichts an der Schwierigkeit, Leute. Nur ganz minimal. Ab in dem Moment aufs Feld zu rufen hier. Wenn wir jetzt einmal Schaden fressen, dann gucke ich auf jeden Fall einmal in dieses Schadensdingsbums rein. Was jetzt neu dazu gekommen ist. Ob man da das jetzt sieht. Oder können wir eventuell darüber sehen, ja, dieses Damage Meter. Ach, wir können sehen, was unsere generell gerade gemacht haben. Okay. Ja, ist gut, wenn man nicht selbst wissen will, ne? Jo. Oh, lecker. Wir kriegen Spells. Das freut mich doch immer gern zu hören. Diesmal kriegen wir auch beide Spells. Ein Arc of Deadly Energy Between Gems und. Ach, das war der Deadly Connections. Sind das alles. Das sind nicht mal charakterspezifische Spells hier bei mir. Und zwar Emit of Poisonous Winds. Ja, so elementare Sachen sind meistens generell einfach, also dass die alle Klassen nutzen können. Ich glaube, ich gehe hier mit. Das Plasma-Portal, was. Ja, nehme ich mal. Ist besser als das hier. Plasma-Portal ist eigentlich ziemlich gut. Mehr Quarz. Oh, Sunny, guck mal, Hölle. Darf ich R1 Aura? Drücken? Aura? Ich darf da nicht R1 drücken. Er mag Hölle nicht. Vor allem, wo wir noch nichts haben, ne? Will ich da rein. Ich wollte gerade nicht so früh im Run. Tschüss. Ach, ich liebe diese Attacke. Jung. Weg von mir. Was wollten wir upgraden? Dein Schild ist, glaube ich, schon auf Maximum. Obwohl, nee, den Schild kannst du noch weiter upgraden. Mach ruhig den Schild ich besser. Und ich könnte Max Mana upgraden. Das würde man vielleicht auch überlegen. Active Increases Strength by 20. Okay, erstmal den Schild. Das Schild ist wichtiger. Das ist deine Attacke auf jeden Fall. Ja, das sehe ich irgendwie. Ja, ich auch. Das hier ist leider nur eine Eisdoll. Das ist ein Eisding da. Ich brauche ja irgendwo Frostbite. Die Feathers, die kannst du verkaufen. Aber willst du die Beams auch noch oder bist du mit dem zufrieden, was du gerade hast?
Also wir haben jetzt am Eis, wir haben Lightning. Du hast noch auf jeden Fall noch den einen Basic Spell. Ein Basic Spell hast du auf jeden Fall noch. Komm, dann haben wir jetzt hier vier verschiedene Sachen, die vier verschiedene Elemente. Verfügung. So, und Sparkers Creates One Plasma und Sparkers Creates. Ich nehme das hier mal. Das nehme ich für Celeritas. Ich nehme das auf jeden Fall mit. Für Wall of Arrows. Oh, guck mal, ich darf mir auch nochmal einen Spell gönnen. Ich hab den guten Spell gleich doppelt. Was? Hast du das mit jetzt mal gekauft? Ja. Ah, oh, okay. Und dann nochmal Reroll? Obwohl wir Reroll nur das eine, ne? Dann. Erstens das und zweitens. Weiß ich nicht, ob sich das lohnen würde. Deswegen. Und dann sparen wir eher. Aber wir haben hier eh schon alle Bosse in der ersten Ebene gesehen. Ich könnte in die Steam-Archivements nachgucken, um nochmal sicher zu gehen, aber ich meine, die haben wir ja alle. Hast du eigentlich die Avatare wieder reingemacht? Ja. Ah, Taurus. Nee, um Gottes Willen. Virgo. Ah, I just got it. You didn't choose to be a hero, just like I didn't choose to become a Zodiac. Kurze Story-Aufklärung. Die Zodiacs sind so gesehen die Beschützer vom Endboss, der die Welt vernichten will. Why do you stay here then? Precisely so that you would ask me that question, and so that I could fight you. Ich finde schön, dass die immer andere Interaktionen haben. Es ist tot! Blum, mein Laser ist durchbohrt. Ah. So, ist da eine gute Aura drunter? Good Chance. Und Spell Hits 5 Chance. Macht den Schaden von Gegnern runter? Meteor Damage braucht man nicht. Mehr Armor 4%. Ich glaube, die höhere Version davon ist gut. Also, wenn man es gerade schafft, gut bei Leben zu bleiben, also keine Hits zu kassieren, macht man ordentlich mehr Damage. Leben, die aufgewertete Version bringt auf jeden Fall auf, weil der Gegner definitiv am Anfang sogar nochmal dreimal Damage mehr kriegt. Die kriegen ja so schon 3 durch den Daily. Die würden also 30% mehr Schaden kriegen. Die upgradete Version davon lohnt sich auf jeden Fall. Allein schon die erste. Die zweite ist halt Lebensbonus. Der Iron Armor lohnt sich irgendwie überhaupt nicht. Ich gönn mir mal das hier. Lend me your power. Du weißt schon, was du nimmst. Ich glaube an dich. Hab ich nehme Eye of the Eagle. Was? Ach, das mit dem mit der Crit Chance? Genau. So, Red Barons. Vom Prinzip her müsste ich mich eigentlich einmal heilen. Dafür haben wir keine Rewards. Creates 2 Thunderstrike. Und Basic Attack creates 3 Lightning Orbs. Ich würde das nehmen. Ja. Also mit jedem Angriff, du wirfst ja so viel, der in Verteidigung sinken zu können, ist ja richtig krass. Wenn die alle kacke sind, kannst du hier R1 drücken, dann revoidst du. Ich habe jetzt mal die Verpassung zu Embers. Das Sapphire Morph, für ein Eis-Idol. Das klingt vielleicht nicht allzu schnell mit dem Eis-Sword. Was war das in der Mitte? Eis-Idol. Äh.
Na gut, du wirst sie ja in die Reihen. Die Ice Isle macht halt einmal um sich drum herum pieksen. Außerdem glaube ich, dass sie die Ice Isle abgedatet haben, weil da stand vorher, glaube ich, nicht, dass die Gegner reinziehen. Komm, ich spiele mal die Ice Isle aus. Ich darf Katzen beschwören. Okay. Jeden 10. Angriff einfach eine Flammenexplosion. Poison sehe ich nicht und Yali auch nicht. Kommt her, meine Flammenexplosion. Nochmal 4 Lightning Orbs, wenn das Ding explodiert. Klingt eigentlich nicht schlecht. Self-Destruction. Macht er das immer, wenn er Low HP ist? Der bleibt ja so. Du kannst dir immer so die Hälfte der Zeit denken, da geht das Ding dann in die Luft. Also, es hat nichts mit HP zu tun. Okay. Weg mit dem Plasma-Shit. Boring. Oh ja! Hölle! Du willst uns noch sterben sehen. Ey, man kriegt richtig geile Belohnungen dafür. Du willst uns trotzdem sterben sehen. Torschlags sind die doch nicht! Machen sie den Rumble schwingen? Wie gesagt, die Belohnungen lohnen sich! Alles gut, ich zieh nur ein bisschen auf! Um Gottes Willen! Aua. Warum aimst du immer auf mich? Weil du Player 1 bist? Das ist Grund genug? Achtung, der hat seine Feuerrate erhöht! Aua, bin tot. Ja, ich heile dich gleich. Hat sich gelohnt. Na, weiß ja nicht, Bruder, weiß ja nicht. Oh, gerade so ausgewichen. Ey, nochmal woanders hin. Ja, das denke ich mir auch. Ach genau, in dem Moment macht er seine Blöde. Und ich hab einen Leck. Ich konnte nichts dagegen tun, ich hatte einen Lag. Es hätte nur eine Sekunde gefehlt, dann hätte ich dich hochgeheilt. Ich konnte nichts gegen meinen Tod tun, es tut mir sehr leid. Ich ja genauso wenig. Hey, wir haben wieder 2 Sachen freigeschaltet. Es hat sich doch so gelohnt, da reinzugehen. Also wie gesagt, es lohnt sich, die zu besiegen, weil man kriegt einen freien Gambit-Blatt, man kriegt richtig geile Gambits generell dafür, man kriegt manchmal auch eine Aura dafür. He's not a particularly skilled fighter. He fights because he has to. To be honest, I'd say his bird is the more skilled of the two. An astute observation. Basilius is a genius. Er nutzt ja hauptsächlich auch nur seine Vögel, also er hat nicht Unrecht. Vogel. New rewards for you, mighty warrior. Wir haben keine Story gesammelt. Komm, du hast bestimmt Luck. Du kriegst was richtig Geiles daraus, ich glaube an dich. Ich glaub, du kennst mich nicht. Du hast schwarze Haare freigeschaltet. Okay, never mind, ich habe nichts gesagt. Bist aber schnell, um zu stimmen. Haben wir hier was Neues freigeschaltet? Wer bin ich und was habe ich mit meinem Glück gemacht? Ich würde am liebsten das upgraden eigentlich und dafür einfach zusammensparen. Machen wir dazu. Weil momentan kriegen wir nur Kommen. Wenn wir das upgraden, kriegen wir safe 1 zur Stufe 2. Wenn wir das ein weiteres Mal dann noch upgraden, was wahrscheinlich richtig viel kostet, kriegen wir safe 1 auf maximaler Stufe. Und das direkt von Anfang an. Ja, das ist halt schon insane, deswegen würde ich es auf jeden Fall mitnehmen. Ich mag die Pflanzenlady. Die ist immer so gut drauf. Wir haben für dich auch mal auch noch 2 Spells freigeschaltet. Juhu. Ja, sieht lustig aus. Und der sieht geil aus, der hier ist irgendwie meh. Es ist ein Dodge-Move, also an sich, das kann ganz nützlich sein. Wahrscheinlich macht der übelst Schaden.
Der sieht witzig aus. Na, vielleicht hast du ja Glück und kriegst sie beim nächsten Run. Das gibst du einfach nur noch durch. Ja. So, haben wir Glück? Haben wir was Gutes? Muss man sich da nicht nochmal anhören. Jetzt muss man jedes Mal auf den Dach noch achten. Ja komm, ich hatte es beim letzten Mal. Wenn du willst, kannst du es diesmal nehmen, dann nehme ich das andere. Alle 10 Sekunden 2 Thunderstrikes. Ja, nehme ich mit. Dann nehme ich das andere. Weil wenn im Leben hoch ist, mehr Schaden zu machen, immer gut. Da sage ich nicht live. Nein, vor allem Ding. Jedes Mal, wenn die noch volles Leben haben, wesentlich weniger Abwehr. Ich nehme Miseria mit. Ich verkaufe den kurz. Ich verkauf's und du kriegst die Kristalle. Das war der, okay. Nee, ich glaube, ich nehme den hier mit. Ich glaube, das will ich auf jeden Fall einmal upgraden. Erstens wegen dem Damage Boost und zweitens, weil die am 5 von der Vulnerability haben. Dann haben die direkt von Anfang an 25% weniger Abwehr. Das wir also lass mich dann auf jeden Fall beim Laden gleich upgraden. Jo. Ach komm. Eine Rocket mehr? Nee. Ja. Die Rakete, also die Drohne, die schießt jetzt wesentlich schneller. Aura? Aura? Ein da. Bei Aura braucht man gar nicht lange überlegen, ne? Nope. Ist besser als alles andere. Oh, wieder ein Challenge-Room. Sagittarius diesmal. Ich hoffe, du darfst. Nee, ich nicht. Guck, das ist doch eine nette Dame. Is that how you invite me to spend time with you? What? No, that's not what I said. I'll try again. You're nobody without me. So here's the deal. Beat me and I'll join. Voll eingebildet. Och Mann. Ich will auch mal mich zurücklehnen. Warte, habe ich ein Rennen vor mir? I'll make sure to shower you with arrows. Ja, ich hab ein Rennen. Ja, hör auf mich zu ballern! Er hat doch gesagt, ich werde dich mit Arrows beschießen. Ja? Yo. So gibt man Gas. Wir waren aber sehr vorteilhaft platziert. Oh, das war das erste Mal für ihre Challenge. Na gut, wir hatten generell ihre Challenge zum ersten Mal. Was sagen? Weil ich erinnere mich an kein Rennen. Was macht die denn? Or the Silver Silk Sentence shoots ahead and creates missiles during the summoning. Ja, kannst du ruhig nehmen. Okay. Ich finde auch schön, dass die immer ein Level Up sind. Weil die so extrem CXP geben, die Challenges. Oh, schon wieder Aura. Es nimmt einem immer die Entscheidung auf, sobald man Aura sieht. Ja, jedes Mal, wenn du einen Signature Spell machst, dann kommt der Pent und haut einmal durch. Außerdem macht das 2 Donnerblitze. Ich nehme auf jeden Fall ihn hier. Das macht, dass die Federn stets plus 2 machen statt plus 1. Klingt nicht verkehrt. Ich nehme das mit. Ich nehme das hier wieder mit. Unruhiger Abend. Mother, you never told me anything about him, but who's my father? Is he a Zodiac? Or did you just choose the first coward that you found?
I know he's hiding in these prisons and that he's an Arcanian, but I'm not sure I want to get to the bottom of this mystery. Okay, let's continue. Redet der Dreck von seinem Vater. Willst du dich einmal heilen und kaufen? Du bist so fast Half-Life. Ja. Did you know that you could gauge the client's happiness and despair levels according to how many times they came to the bar? For some Zodiacs, I'd say we're on a scale from please help to my sole refuge. But you prisoners are always satisfied, as long as you've got enough to pay for your drinks. Ich gönn mir mal Attack-Speed. Ich gönn mir Armor. So, das wollte ich mir einmal gönnen. Für das hier. Weil die kriegen dann direkt von Anfang an immer 5 Stacks hier von Vulnerability, dass sie halb mehr Damage fressen. Jo. Außerdem kriege ich auch noch beim Spellcast immer ein bisschen Leben. Ist auch nicht gerade verkehrt. Jump Reason Projection oder One Deadly Dance Move. Ach, das ist der. Doch, Schnitt High Speed War Drones should later beam. Ist aber meiner. Ist einer von meinen Spells. Zwei davon sind von dir. Ich weiß, aber Incendium ist jetzt nicht so geil. Nimm den mal mit. Soll ich dir mal Incendium zeigen? Ich meine, einen Orb, der mit mir schießt. Und der schießt nicht mal schnell. So, der hat jetzt direkt von Anfang an 25% weniger Leben. Ach, guck mal, wir haben sogar Glück. Den Zodiac, den wir gerade eben geholt haben, ist offenbar der, den wir jetzt hätten bekämpft. Also, wir haben uns den Kampf, glaube ich, gerade geschenkt. Ja, komm, du hast dir schon gegönnt. Ja, ich will auch mal. Ja, ja, mach. Ja, du stehst drauf. Ach so, stimmt. Dann geht's nicht. Oder? Nee, und der hat uns gerade einfach generell was geschenkt, der Zodiac, den wir dabei haben. Okay, ich dachte, wir können uns den Kampf schenken. Oh, Bücher-Heini. Weiß, was das heißt. Ob das Buch was Schaden richten kann. This time, my vision will come to life. Nein. Ja, der liegt instant einfach mit dem Schutzbuch los, ne? Er hat aber 10 Vulnerability auf sich drauf. Siehst du denn das? Ach da. Ich wünschte immer noch, man könnte sich ducken. Du kannst dich in der Luft halten. Immer auf mich. Was haben die alle gegen mich? My knowledge knows no bounds. Die mögen mich nicht. Warum mögen die mich nicht? Also, dass die so viel Damage mehr fressen am Anfang, ist richtig geil. Das Upgrade hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ach, guck mal, hier ist wieder was für dich. Oh ja! Hast du deine Elektrifizierung safe? Let's go. Nee. Das heißt, das Set lohnt sich sogar. Lohnt sich nicht so wirklich. Willst du irgendwas austauschen? Weil die lohnen sich alle für mich nicht. Das ist halt mit dieser elektrischen Wolke. Also ich brauche jetzt gerade nichts sonst. Die waren halt alle Müll. Ich bin mal bisher eigentlich ganz zufrieden. Time to feel the sand, I guess. Nee.
Ich nehme die Mana-Chance. Du brauchst Elektrifizierung bei dir, ne? Also die müssen elektrifiziert sein, dann machst du irgendwas, ne? Mache ich mehr damit, genau. 15% der Zeit. Dann mache ich, dass meine Raketen auch elektrifizieren können. Okay. Critical Hit creates 2 Missiles. Creates Thunderstrike, creates Plasma. 3 Plasma sind schon viel. Die machen halt, du kannst dir die wie ein Lasergeschütz vorstellen. Ja, dann nehme ich Plasma. Den Kudan reducen, das klingt nicht schlecht. Ich glaube, das nehme ich sogar auch. Das klingt sehr gut. Wegen der Kudan auf dem Ding ist sehr, sehr geil. Schlüssel haben wir gerade ganz gut. Genau, dann können wir eigentlich woanders hin. Haben wir gerade 8 Schlüssel. Dann trauen wir das Tier. Take no damage, reach the end. Warum schon wieder nur ich? Weil du das angenommen hast? Um Gottes Willen. Ich glaube, drüber springen ist besser, ne? Ja. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich kann doch nicht so schnell denken. Du kannst gar nicht denken. Ich hätte jetzt kurz erwartet, dass ich dir jetzt noch hittet. Ich habe jetzt extra nicht den Sturz gemacht, weil ich hier nicht... Oh, um Gottes Willen, warum? Oh, ich glaube, wenn du jetzt springst, hittest du das Teil da über dir. Oh mein Gott. Da kannst du doch sogar drüber springen. Nee, gerade so nicht. Ich hab's geschafft! Oh, dafür krieg ich den Ultra Drink. Der galt sogar für uns beide. Alter, ich hab ein bisschen geschwitzt dabei, ne? Glaube ich dir. Gut, dass ich das gemacht habe. Meine Lecks hätten da so viel versaut. Das da ist Infinite Mana, meine ich. Ja. Dann kommt man eine kurze Zeit Infinite seine... Warte, hier ist schon wieder so eine Challenge. Oh, lol. Das sieht so aus, als ob die Dinge mich gleich verfolgen. Ja? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah, ich hab das Ding berührt. Ja. Ach man, schade. Okay, wir müssen mehr auf diese Kugeln achten. Wenn da immer so ein Ultra-Booster drin ist, müssen wir die auf jeden Fall mitnehmen. Den nächsten machst du. Den nächsten sprichst du an, in der Hoffnung, dass du ihn machst. Du weißt genau, dass ich bei Parsec immer gerne Lags habe, weil mein Laptop nicht das beste gelbe vom. Ich glaube an dich! Mit den Lags wird das nichts, sag ich dir, wie es ist. Don't stop believing. Ich uns glauben, es geht darum, um wissen, dass mein Laptop nicht gut genug dafür ist. Ja, dann kannst du umso mehr Skill beweisen. Wenn ich nichts dagegen tun kann. Ja, er glaubt endlich an uns. Komm, rein da. Wenn ich draufgehe, bist du trotzdem schuld. Hä? Ah, das ist, glaube ich, der Leichte. Weißt du was? Ich stelle mich einfach rechts hin. Du bleibst links. Oh, ausnahmsweise wollte er mal dich. Du hast kaum noch Leben. Ich würde heilen, ne? Ja. Eine Frage wäre getan, wenn ich jetzt bis kurz vor meinem Tod die ganze Zeit nur Lags hatte. Das ist ein richtig ein Giga-Lag. Er mag dich! Aua. Du standst gerade irgendwie komplett in der Hölle drin. Ja. Hölle war doch ein nettes Wort dafür. Ich beleb nicht mal nachdem der tot ist, ne? Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Wenn er eh schon fast tot ist. Ja.
Guck, hat sich doch gelohnt. Auf jeden Fall kriegen wir beide einen freien Slot. Was sehr gut ist. Was haben wir denn hier? In Heroes Back hast du mal so Yali. Die Yalis, die konnten irgendwie random Effekte triggern. Eis Idol, was ist das? Gains Velocity for 4 Seconds. Ich glaube, Velocity wäre wirklich nicht schlecht. Ja, das macht meine Angriffsgeschwindigkeit höher. Ich will auch Velocity nehmen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich weiß auch, wo ich das draufpacke. Ich könnte auf alles Freiheit packen, das ist das Ding. Ich glaube, ich pack's erstmal auf die. Ne, erstmal auf das Ding hier. Ist dann egal eigentlich, auf welchen ich das draufpacke. Dann mache ich das hier drauf, dann ist das der reine Boost mich Zauber. Das musst du auf irgendwas draufpacken, das richtig viele Hits macht. Schwimming Essen, welches war das mit Jump Leasing Projectors? Ja, das schießt in alle Richtungen was, ne? Also ja. Da hast du eigentlich eine hohe Chance, das zu triggern. Irgendwas mit rein. Und vor allen Dingen ist das ja. Das Spiel mag mich. Das Spiel weiß, dass ich eine Aura brauche. Ja, du hast schon vier Auren, die halt alle miteinander kombinieren. Ich habe halt bisher eigentlich gar nichts aus dem Stack. Naja, den Feuerschädel nehme ich immer gerne mit. Und das hier ist ja für uns beide praktisch. Weil es deren Verteidigung runter macht. Und der extra Schaden, den ich dann kriege, den nehme ich gerne. Oh, guck mal, hier sind die Auren direkt. So, irgendwas Schönes, das ich mitnehmen kann. Das hier bräuchtest du eigentlich. Eins von deinen Dingern würde ich wirklich wegwerfen und das Ding mitnehmen. Das halte ich halt um 5%. Und das Ding darfst du auch ruhig gerne boosten. Das Ding halte ich halt wirklich durchgehend. Nimm das ruhig mit. Das Ding ist ultra gut. Die Thunderstrikes behalten. Auf jeden Fall. Ich würde die Lightning Orbs wegpacken. Den, ja, den Dash. Das ist fein. Mit dem Dash bin ich zufrieden, dass der weg ist. Ist okay. Na gut, Toxic Gas kann auch Poison auslösen. Na komm, damit ich überhaupt einen vierten Spell jetzt endlich mal hab. Gönn dir. Hast nochmal den Ultra Drink bekommen. Denn Regenerierung. Die wird's auf jeden Fall bessern. Genau das, dann kriegst du auch Mana, wenn du den Raum betrittst. Nice. Warum sind die so scheiße teuer? Was macht das Spell überhaupt? Ach so, das ist der Zauber. Den ist kannst nicht allzu schlecht, das vor allem gegen große Gruppen. Den nehme ich mit. Ist vor allem besser als... als die... Nee, die ganz oben sind die Standardfedern. Ach stimmt, den hatte ich ja auch noch. Reicht das, dass ich mir den kaufen kann? Ja, dann kann ich nämlich meinen Standardzauber auch loswerden. Okay. So, verkaufen. Ich habe eh kein Lambert Slot mehr frei. Ja, ich kann es ja kaufen, du kannst es trotzdem anlegen. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, ich habe kein Lambert Slot frei. Habe ich irgendwas, was richtig kacke ist? Kannst halt gegen das Damage austauschen. Increased Crit Damage. Muss du entscheiden? Ich guess, es geht mit meinem Element einher. Das ist wahrscheinlich besser. Bossraum. See you soon. Feeling pressure. Ja, da war gerade der Heal. Der Heal ist gut. Oh, Leo. Ich glaube, den hatten wir schon, ne? Ja. Und der ist fies. Der macht diese kreissägenartigen Dinger. I think I got it. You wanna kill someone. Is that right?
Nein! Ich will niemanden töten. Achtung, der war fies. Wie ein Riemen Scheinwerferlicht. Kann ich mal bitte mehr Elektro-Dinger wieder generieren? Ich sehe jetzt nur eins, zwei, drei, aha, so will ich das sehen. Aua. Aua, 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 aua. Ja, in der Luft aua. Bleiben ist da die Devise. Wie man einfach gesagt hat, getan. Ich weiß. Der schlägt immer zweimal zu. Wenn er so halbe Phase ist, macht er dreimal. Den Angriff kann man leicht ausweichen. Jetzt macht er richtig ernst. Angriff wirklich easy. Oh nein. Nicht in dem Feuer stehen, das Feuer macht auch Damage. Ich weiß. Manchmal kann es halt irgendwie. Verdammt, zu langsam. Jetzt macht er dreimal. Ja, der, wenn der so in Abhälfte. Ich heile einmal, ne? Du willst eventuell ja, ich auch. Hab ich hab grad schon. Oh. Ah, verdammt, ich dachte, ich bin noch außerhalb der Reichweite. Nur noch ein paar Hits, dann ist er down. Ha! Im Angriff gekillt. Oh, das war knapp. Ich wäre fast tot gewesen. Ich bin fast full life. Zum Glück wird man nach dem Kampf auch noch ein bisschen geheilt. Mhm. So, irgendeine gute Aura dabei. Für mich. Du hast ja schon recht gute. Feuertrick ja. Macht Combustion. Kritische Hitchance höher. Das ist auf jeden Fall gut. Warte, ich meine Hinterkopf. Nö. Nö. Das ist halt dasselbe, was ich schon habe. Ja. Also, man könnte es natürlich boosten nochmal, damit die Vulnerability niedriger ist, direkt von Anfang an 50%. Könnte man machen. Aber ich will dir eigentlich die Upgrades gönnen, damit du erstmal das Life-Up höher machst. Hier habe ich halt die Chance, das generell mit jedem Hit zu machen bei den Spells. Ich glaube, das wäre nicht doof, ja. Das ist. Toxic Gas brauchst du wahrscheinlich eh nicht. Dann würde ich sagen, nimm das mit. Dann kriege ich dann noch zwei Lightning Knots, wenn ich das upgrade. Der theoretisch auch Electrifying kann, wodurch den. Und dann würde ich auch noch zusätzlich machen, dass die Lightning Knots auch noch wohl. Das ist das, was du gerade mitnehmen kannst. Ja, ich nehme das mit, das ist besser als das hier. Und dann können wir ein. Ne, dann mache ich einfach das hier. Savagen. Jo. Das, was mir wert war. Oh, wir sind im dritten Realm. Da, wo wir gestartet hatten. Refreshed. Oh, ein Archipel. Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Ich brauche mir die anderen gar nicht angucken. Die Firebombs, die wären jetzt nicht so scheiße, aber ich nehme lieber was anderes. Ja, ich kriege jedes Mal ein Feuerschild, nehme ich. Jedes Mal, wenn ich jetzt die Drohne mache, kriege ich ein Feuerschild. Und Basic Attack, 20% Chance auf Specification zu bekommen, Grades Plasma. Hell yeah! Besides, 20% für Azerite Mox. Das klingt eigentlich ganz nice. Dann hast du immer wieder die Chance, 5 Missiles zu machen. Ja, das klingt gut. Das nehme ich. Ist ja Zusatzschaden. Ach, weißt du, was ich vermisse? Dass Mr. Gecko hier steht. So, ist eine gute Aura bei. Ist einfach dasselbe Ding, was ich schon habe, nur in besser. Ich nehme das mal mit. Vor allem, weil es schon auf maximaler Stufe ist. Na. Können wir salvagen, oder? Ja, können wir savagen. Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich bei mir noch besser machen wollen würde. Das hier noch einmal zu verbessern, würde sich bei mir auf jeden Fall lohnen, aber bei. Wollen wir nicht den hier mitnehmen, dass du einmal Full Life bist? Ja, wenn nicht schlecht. Machen wir. Also, zuallererst lassen wir dich erstmal dein Heilungsding boosten und danach können wir ruhig meinen. Ich mach die Verteidigung geringer durchgehend boosten. Ja, dein Vulnerability.
Wir haben gerade beide keine. Kauf damit ja auch für uns beide. Oh, der Ultra-Ruhm. Ist zwar ein bisschen schwer, aber die Belohnungen sind ends krass. Am besten gar nicht dort stehen, wo das Ding hinschießt. Weißt du, was ich gerade tue? Lass meine Thunderstrikes und alles andere für mich arbeiten. Wir haben beide einmal einen Heal-Shot zum Vollheilen, ne? Also du kannst auch einmal hier Hälfte Leben heilen. Ich glaube, das kommt mit dem Raum dazu, dass man einmal komplett voll irgendwas Heilung kriegt. Letzte. Aua. Ich hab mich treffen lassen. Wir haben eins gerettet. Noch mehr wählen? Oh Gott, der Vogel mit seiner Abrissbirne. Aua, 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 au, fuck. Ja, ich hab's gesehen, ich kann grad nicht. Ich mag diese Abrissbirne nicht. Ja, vor allen Dingen, das sind zwei von denen. Die zwei Zeiten habe ich gar nicht gesehen, deswegen habe ich auch so wieder kassiert. Ja, die Blitze gelten einfach immer noch. Vor allen Dingen, du stehst, Kacke, weißt du, wo du stehst? Ich weiß, genau in dem Laser. Einfach die Blitze, die alle machen, einfach ausstollen. Ich habe die Blitze auch für mich ausmachen lassen und bin einfach weggegangen. Oh, wir kriegen, ja, wir kriegen Echo. Echo ist immer gut. Das sind immer diese ultimativen Dinger. Ist so ein Altar, Twins und Twitch, Chameleons aus. Hat mit einer dann lohnen sich auch tatsächlich die Altare. Das ist halt okay. Ultra stark. Ich glaube aber, dass das nicht bei Bossen gilt. Das wäre OP. Dann würden wir diesen Run easy schaffen. Ja, ist halt jedes Mal, wenn du deine Spells hier alle aufgebraucht hast, ne? Was hast du dir jetzt gegönnt? Ich hab mir das von den Altaren gegönnt. Ich hab mal die Insta-Kills geholt. Komm, wir brauchen auch mal ein bisschen was an Kristallen. Ja, auf jeden Fall. Alter! Yo, Speedy! Ja gut, beim Bossraum lohnt sich das mit dem Movement Speedbosen muss gar nicht. Nee. Meine ich nicht. Okay, den hatte ich definitiv noch nicht. Das ist glaube ich der letzte, der aus dem Bereich fehlt. Den kenne ich nicht. Oh. Prosago? Scorpio. What do you want, Shrimp Boy? Wie hat er mich genannt? Hat er gerade Shrimp genannt? Nee, der spricht ja hauptsächlich mit meinem Charakter. Ach ja. For my mother and for her family. Your mother heard about you. I am quite jealous of her. Where she is, she can't hear your whiny voice. Okay, einmal kurz knacken und dir gebe ich jetzt den Arschtritt. Mein Charakter denkt genau wie ich. Ich habe keine Ahnung, wie der kämpft. Wir kennen seinen Angriff, genau, das ist das Problem, wir kennen seinen Angriffspattern nicht. Oh, okay. Meiner ist glaube ich ready gerade. Oh, Virgo ist ja richtig gut. Okay, der portet sich ständig zu einem hin. Es scheint trotzdem bisher relativ easy dodgeable zu sein. Du musst so quasi hoch genug springen, um den meisten Angriffen auszuweichen. Sag das nochmal, nachdem wir die Halbzeit hinter uns haben. Ich denke ja gerade, die erste Phase ist schon... Den Angriff mag ich nicht. Mit den vielen Linien auf dem Bildschirm. Das ist wahr. So, jetzt ist der Half-Life. Oh nein. Der hasst mich. Kann ich verstehen. Du hast ihn gerade mit dem Tod gedroht. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ja. Was hast du tot gedroht? Oh, der hat den Pop-Up, das habe ich nicht gesehen.
Kann ich mal kurz. Au! Deine ist ready! Hallo? Ja, genau. Ja, ich hatte einen Lag, es tut mir leid. Okay, das war jetzt irgendwie nicht ganz so geil. Hast du überhaupt getroffen? Ja, einmal. Also Wirkung war krass. Scorpio, die du gerade hattest, die war irgendwie meh. Ach komm! Da muss ich immer warten, kurz bevor der zuschlägt. Erst dann darf ich dodgen. Nein, ich kann nicht jetzt so zu dodgen. Der Angriff ist ganz gut, da kann man dich, kann man den anderen gut wiederbeleben. Ist auch fast tot. Oh, der hat gerade ordentlich Damage gemacht. Da fehlt nicht mehr viel. Die fehlt Scorpio! Wir haben also Scorpio zum ersten Mal besiegt. Oh, Scorpio ist schon irgendwo fies. Andererseits, die meisten von ihm lassen sich relativ einfach dodgen, außer dieser Laser, den er hat. Der Rest ist relativ easy eigentlich. Wenn man sich ein bisschen konzentriert. Wenn du die Möglichkeit hast, den Zodiac, den du rufen kannst, zu wechseln, mach es. Die war echt kacke. Die hat ja gar nichts gemacht. Das hier ist auf jeden Fall strikt auf Maximum. Aber irgendwie meh. Das hier ist ein spezielles. Ja, dir. Increase Armor. Das ist das, was ich schon. Das ist das, was ich schon habe. Ist das die bessere Version? Nee, das ist genau dasselbe. Muss dann nochmal das Deck doch. Wenn, dann nehme ich das hier und tausche dann für den Feuerschild, den ich für 4 Sekunden alle 24 kriege. Und hier. Ich habe halt gute, ich brauche halt gerade nicht. Ja, ja, same. So, wir sind beim letzten Gebiet vor dem Boss. Also vom Endboss. Simply stunning. Reeking of magic. Ja, warum eigentlich nicht? Da kannst du noch rerollen. Ich würde die Rerolls eventuell nutzen, wenn sie kacke sind. Weil du kannst es nur noch dieses eine Mal. Das dann links macht zu. Du hast zweimal dasselbe einfach dort. Ja, einmal Thunderstrike, einmal Lightning Orb. Der Lightning Orb ist besser als der Thunderstrike, das kann ich dir jetzt schon sagen. Weil das blitzt alles um sich herum ein bisschen. Der Lightning, der macht halt nur einmal zuschlagen und fertig. Aber ich habe schon so viele Lightning, ich brauche mehr. Mehr! Unlimited Power! Ich gönne mir einmal, dass ich die Chance habe, deren Angriff zu senken, durchgehend. Nee. Ja. Wenn ich das jetzt nutze, dann kriege ich 3 Mana. Oh, der Gute ist endlich mal da. Wir wollen Sterne, ne? Wir haben halt die Lotteriechance. Entweder 100 bis 400 Kristalle, 3 bis 18 Schlüssel oder 4 bis 24 Sterne. Ja, nehmen wir die Sterne. Findest du dich findest du, dass du Glück hast oder soll ich? Ich habe immer Pech, also ja, ich mach. Wir haben 5 bekommen. Ich habe immer Pech. Alter, du wirst so stark geheilt, ne? Richtig gut. Echt geil, ja. Das zu boosten hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Der One-Hitter hat gerade in den Ultra-Gegner eingeschlagen. Ich liebe es. Okay, Gambit. Kannst du bei dir irgendwo noch was draufpacken? Würde sich lohnen? Schlüssel haben wir halt gerade gut. Wir kriegen da definitiv keinen Unlocker. Ich bräuchte einen Unlocker, damit ich wieder was draufpacken kann. Ich bräuchte einige Unlocker. Ja komm, dann holen wir uns ein paar Quarz. So, Mr. Chameleon, hast du was Schönes für uns? Okay, ich prüfe meinen Luck. Ich believe in die Mitte. Ich habe Angriffs... ich glaube, Crit-Chance ist das bekommen. Wir dürfen alle drei, glaube ich, nehmen. Was habe ich bekommen? Ich weiß nicht. Angriffsgeschwindigkeit? Oh ja, könnte hinkommen. Ich habe einen Mana bekommen. Warte, nice. Ich muss mal kurz gucken, was das ist. Ja, mein Crit-Schaden wurde ein bisschen erhöht. Ja, ich habe jetzt 6 Speed bekommen. So lohnen sich die Steinertare wenigstens. Wenn man Safe 3 bekommt, scheiß doch, dass die random sind. Dreimal Safe was bekommen, ist geil. Ja. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, lieber die Heilung mitnehmen als die Booster. Ja. Ach, wir können eh nicht mehr unsere Techniken boosten. Oh. Ja, jetzt kriege ich das! Ja, ich würde das hier dann wegpacken. So, du hast gerade eben ja schon eins gerade eben geunlockt, dann mache ich hier mal direkt einen weiteren Gambit-Slot drauf. Was hat das denn überhaupt für ein Element? Feuer. Dann gönne ich mir das hier noch. Packe ich da direkt drauf. Haben wir noch. Wir haben noch 500. Wir können sogar einmal rerollen, ruhig. Dann reroll mal. Die Spells sind gerade irgendwie nicht so geil. Elektros Fears wäre nicht verkehrt. Aber das ist eine bessere Version von meinem Feuerschild, das ich hier gerade gekauft habe. Wir haben auch generell noch ein paar Slots gerade eben hier frei bekommen. Darfst du nicht vergessen. So, das wollte ich mir hier gönnen, um das zu ersetzen. Obwohl, kann ich draufpacken erstmal und was anderes später ersetzen. Ja, ein Slime ist besser als mein Toxic Gas, also nehme ich das noch mit und dann ist der Laden hier auch Mumpitz. Ja. Weil ich habe hier einmal eine 20% Chance und eine 30% Chance, dann nehme ich lieber das hier und nehme den Slime mit, das Slime ist mehr wert. Ja. Können gucken, ob eventuell noch bessere Spells kommen, aber scheint nicht so. Zweifel ist auch stark, vor allem weil die Spells hat kaum geboostet. Einen Moment. Wir haben noch einen Boss und dann den Endboss, ne? Ja, danach kommt der Endboss, wenn wir den jetzt schaffen. Das Problem ist, die beiden, die jetzt kommen, also erstens der und der danach, die werden heftig sein. Ja, genau, speed einfach durch. Das dicke Pi wollen wir auf keinen Fall. Den kenne ich nicht. Das sieht aber nach Hölle aus. Das ist Gemini tatsächlich. Oh nee. Ich muss gegen mein eigenes Sternzeichen kämpfen. Verdammt. We shall defeat you. Gemini kenne ich nicht. Aber ich stelle mir den Kampf heftig vor. We were many. We got rid. Of the surplus, and we are ready to do it again. Come closer, you monsters. Weil die sind tatsächlich nochmal richtig geil. Hilfe, der zieht ein! Ja, hab ich gerade auch bemerkt. Ah, du musst zu dem, wo blau ist, okay. Okay. Da wo blau ist, ist safe. Ja, ich hatte es ein bisschen zu spät bemerkt. Ja, hier frisst! Der zieht uns ja wirklich die ganze Zeit. Wie nervig.
Ja, wenn er seine Axt da irgendwie, beziehungsweise seine Sense in den Boden geworfen hat, dann, dann zieht er ein. Oder das ist den Angriff, da zieht er einen an. Okay. Irgendwann fertig? Au! Oh, der ist fies, der ist richtig. Aua, ich bin gleich tot. Der ist fies. Vor allen Dingen, der ist nicht mal Half-Life bisher. Virgo, mach was! Okay, Gemini ist heftig. Vermerkt. Mhm. Ich bin tot. Aber er lächelt zum Glück genug zu weit. Zum Glück hat er gerade den Angriff gemacht. Ich glaube, bei einem anderen Angriff hätte ich dich nicht beleben können. Ich glaube auch. Oh. Ich bin auch schon wieder fast tot. Autsch, ja. Ja, wir sind zeitgleich gestorben. Aua. Gemini ist richtig krank. Wir sind aber auch schon wieder fast 3 Stunden drin, ich glaube. Ja, wir machen jetzt auch Feierabend. Aber guck mal, wie viel wir unlocked haben. Aber den Run wollte ich unbedingt noch schreien, ob wir da irgendwie weit genug kommen. Ja, vor allen Dingen, wir hatten gerade so einen guten Lauf. Aber Gemini, mega heftig. Die Memories, die lesen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch nicht unbedingt doof, sich irgendwie auf ein Element zu fokussieren. Ist es halt wirklich nicht doof, weil die sich ja gegenseitig boosten. Hast du ja an den Blitzen gesehen. Deswegen, die Idee war gar nicht schlecht. Oh. Also ich hatte hier mit ihm angesprochen. Oh, wenn wir nochmal Gemini kriegen, das war frech. Der ist richtig fies. Wir müssen den sogar einmal besiegen, allein schon für Achievement. Ich weiß. Kommen. Blaue Haare. Nochmal blau. Beziehungsweise so ein blauer Ton. So, ich hab 4-mal. Grüne Tunika. Gelbe Tunika. Gelbe Hose. Und braune Haare. Das ist okay. Ich sehe nicht unbedingt einen Unterschied zwischen diesen beiden Blautönen. Ja, doch, das eine ist so ein Türkis, das andere ist so ein dunkelblau. Ich bin sehr bunt. Ich werde mich nicht umändern, ich werde nächstes Mal eh meinen Char wechseln. Ich hoffe, ich denke da nächstes Mal dran. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, nee. So, einmal collecten. Ah, so knapp vor der 5000. Dann könnten wir hier das Sachenbaby da am Anfang verbessern. Hey, ich versuche, zu dem Waterfall in den fragmentierten Plänen, die ich dir erzählt habe. Despite your best efforts, it's still a giant monster festival over there. Haben wir irgendwas Neues hier freigeschaltet? Nee. Nicht ganz genug für den Drachen. Ja, den würde ich so gern direkt auf Maximum upgraden. Scheiß auf die anderen Dinger. Direkt von Anfang an eine epische Aura dabei zu haben, kann so stark das den Run machen. Echt. Ja, auf jeden Fall. Also, das ändert den Run ja wirklich signifikant. Okay, der ist cool. Ja, den fühle ich auch. Das ist auch mega gut. Ja. Ich glaube, der wäre gar nicht so schwach gegen Gemini gewesen, wegen seinem Konter. Ja, ich glaube, ich werde nächstes Mal den auch wieder spielen. Ja, der hat eigentlich. Haben wir bei dir eigentlich auch irgendwas freigeschaltet? Ja, der sagt mir hier. Brittle Eyes for each free stack on enemy increase critical. Okay. Summon 2 Saplings für jedes 6. Mana.
20% Chance, in dass ein Lightning Sapling draus wird, also dass die auch mal Blitze spawnen, diese Pilzviecher, und der Schaden von dem wird erhöht. Ja, wenn man einen Gift Run gerade irgendwie hat. Wie gesagt, die Lore, die gönnen wir uns beim nächsten Mal, die wir gerade freigeschaltet haben. Jo. Libra, Aquarius and Gemini are weapons of mass destruction. Ja, bei Gemini ist schön mich tun. Er ist eine Massenzerstörungswaffe. Ich wette mit dir, wir haben beim nächsten Mal schon vergessen, dass man sich in den blauen Bereich stellen muss. Da wette ich mit dir. Nothing ever barred their road to the Holy Grail that is progress. The terrible experiences they had to suffer are uncountable. Today, these three beings are linked by a very tight leash. Ich glaube übrigens, wenn ich das Sova-Echo da sehe, ich nehme das nicht mehr mit. Das triggert sich erstens zu selten und zweitens irgendwie immer bei den Falschen. Nicht wieder da. Oh, alles gut. Ja. Jetzt war es dann an Story. In der Hinsicht gerade. Controller lege ich mal kurz beiseite. Ja, das war doch ein spannender Abend. Haben einen richtig guten Run am Ende gehabt. Danach ging es bergab. Also, Gemini hat uns ja wirklich komplett aus dem Leben genommen. Ich denke mal, wenn wir Aquarius bekommen hätten, dann hätten wir den Run tatsächlich schaffen können. Weil Aquarius ist eigentlich richtig leicht. Aber Gemini, ultra heftig. War ja überhaupt kein Vergleich. Okay, Leute. An der Stelle sage ich mal, für YouTube, Abo und ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Bei Twitch und Follow. YouTube-Kanal in der Beschreibung von Twitch verlinkt und genauso umgekehrt Twitch-Kanal in der YouTube-Beschreibung. Und den YouTube-Zuschauern sage ich an der Stelle schon mal ciao. Sunny ist gerade AFK, der kann euch leider gerade nicht Schau sagen. Aber wie gesagt, euch sehe ich beim nächsten Mal wieder.